So, heute schauen wir uns mal einen der Beweise an, die in den Übungen vorkamen und die relativ ja, anspruchsvoll sind, sage ich mal. Und zwar den folgenden: Für alle A, B, T aus Z gilt, T teilt A und T teilt B, genau dann, wenn T teilt GGT von A und B. Also, das kann man jetzt in die eine und die andere Richtung lesen, ne? Wenn eine Zahl t eine Zahl a teilt und eine Zahl b teilt, dann teilt sie gleichzeitig auch den GGT von a und b. Und andersherum, wenn ich eine Zahl habe, die den GGT von a und b teilt, dann teilt die auch a und b. Jetzt machen wir uns das vielleicht mal deutlich an einem Beispiel erstmal, dass wir verstehen genau, was da mit gemeint ist. Nehmen wir mal die Teiler von 24. Welche sind das? Teiler von 24? Kann mal kurz jemand diktieren? Ja? Genau. Kurzer Moment, genau. An der Stelle haben wir jetzt wieder, wenn wir die wirklich in der Reihenfolge aufschreiben, 4 mal 6 ist 24. Das ist der Komplementärteiler zu 4. Insofern können wir jetzt rückwärts gehen und jeweils immer den Komplementärteiler suchen. Genau. So. Und das Ganze nochmal für die 36. 36 oder 38, was habe ich mir überlegt? Ja, nehmen wir 36. Wer will? Teiler von der 36, ja. So, genau. Kleiner Moment, hier der Kommentar. 36 ist eine Quadratzahl, ja. Das heißt, 6 mal 6 ist 36. Und ab dem Zeitpunkt muss man jeweils immer den Komplementärteiler suchen. Okay? Nee. 2 mal 18, genau. Richtig. So. Das sind die Teiler der 24 und der 36. So. Jetzt machen wir mal das Folgende. Jetzt machen wir mal hier ein Venn-Diagramm der Teilermengen. Okay? Das heißt, wir müssen die Teiler finden, die gemeinsam sind. Die liegen in der Schnittmenge in diesem Venn-Diagramm und die anderen Teiler liegen jeweils in den Randbereichen. So. Das sollen mal die Teiler von 24 sein hier in dieser Menge. Und das sollen die Teiler von 36 sein. So, wie muss ich jetzt die Teiler hier einsortieren? Ja? Hier kommen alle gemeinsam Teiler rein, genau, sagen Sie mal. Okay. Und hier drin ist was? Und hier drüben? Genau. Haben wir irgendwas vergessen? Gucken Sie mal genau. Nee, sieht gut aus, ne? Gut. So. Also hier sind jetzt die gemeinsamen Teiler drin. Demnach können wir da auch ganz einfach den größten gemeinsamen Teiler ermitteln. Das ist die 12. Okay, das ist der GGT, also der GGT von 24 und 36 ist 12. So,
was besagt jetzt der Satz da oben? Der Satz besagt, T teilt A und T teilt B, dann ist T ja ein gemeinsamer Teiler. Der liegt also hier in dieser Menge drin. Okay? Jeder gemeinsame Teiler von A und B teilt auch den GGT von A und B. Können wir jetzt gleich mal überprüfen. Jede Zahl hier drin muss die 12 teilen. 1 teilt 12, 2 teilt 12, 3 teilt 12, 4 teilt 12, 6 teilt 12. Okay. Passt. Andersrum gesehen, jede Zahl, die den GGT von A und B teilt, also jede Zahl, die 12 teilt, jeder Teiler von 12 teilt auch A und teilt auch B. Wenn wir uns mal die Teiler von 12 aufschreiben, gehen wir hier runter, Teiler von 12 sind 1, 2, 3, 4, 6 und 12. Ja? Das sind die Teiler von 12. Jeder Teiler von 12, ist ein gemeinsamer Teiler. Ne? Jeder Teiler von 12 ist auch ein gemeinsamer Teiler von 24 und 36. Das sagt die Rückrichtung hier. Jeder Teiler vom GGT ist auch Teiler von A und Teiler von B. Das heißt, in dieser Schnittmenge hier liegt der GGT und alle Teiler vom GGT. So, das sagt der Satz. Okay? Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. So, hier drin liegt der GGT mit seinen Teilern. Okay, und das beweisen wir jetzt mal, ne? Das war die Aufgabe. Gibt's bis zu der Stelle Fragen erstmal? Okay. Ich sollte vielleicht das Licht anmachen, Joshua, hier vorne, oder? Machen wir nochmal schnell. Wie geht das nochmal? So. Wie fangen wir an, das zu beweisen? Wer hat eine Idee? Ja. Okay, guter Punkt, genau. Wir fangen an mit, seien A, B und T fest, aber beliebig. Ne? So, weil, das ist eine Allaussage, wir wollen es für alle A, B und T zeigen und eine Strategie dabei ist, wir nehmen mal an, wir nehmen uns ein festes A, B und T raus, die halt bleiben den ganzen Beweis über fest, aber waren anfangs beliebig gewählt, sodass wir am Ende sagen können, es gilt tatsächlich auch für alle A, B und T. Also, Beweis. Sein A, B, T aus Z fest, aber beliebig. So, okay. Ja? Okay, Sie haben schon die erste Idee, dass man hier die Primfaktorzerlegung anschauen muss. Das geht mir noch einen Schritt zu schnell. Wir müssen vielleicht an der Stelle erstmal was anderes noch überlegen. Ja? Sie sagen, wir gehen davon aus, es gelte T teilt A und T teilt B. Wie denken Sie denn jetzt? Oder was? So, das ist eine Möglichkeit. Bei der Äquivalenz kann man Folgendes machen. Wir zeigen erstmal die eine Richtung und dann die andere Richtung. Manche formulieren das so, wir zeigen erst die Hinrichtung und dann die Rückrichtung. Wir zeigen nicht die Hinrichtung, okay? Hinrichtung ist das falsche Wort. Wir richten niemanden hin an der Stelle, sondern die eine Richtung und die andere Richtung, okay? Und die andere Richtung ist die Rückrichtung. So. Gut. Also wir zeigen erstmal diese Richtung hier. So, und da haben Sie schon gesagt, richtig, genau, wir gehen jetzt bei dieser Implikation, wir zeigen jetzt eine Implikation
nämlich aus T teilt A und T teilt B folgt T teilt der GGT von A und B. Das kann man folgendermaßen machen. Eine Strategie ist, wir nehmen mal an, es gilt die Voraussetzung, es gelte T teilt A und T teilt B, zeige T teilt den GGT von A und B. So. Sie hatten schon, also jetzt kommen Sie mit Ihrem Gedanken, Sie hatten schon die erste Idee, wie man es machen könnte, nämlich? Ja, als ja, eine Frage, also man schreibt als Primfaktor, also man nimmt die Primfaktorzerlegung, ne? Was wollen Sie denn da verwenden, also warum machen Sie das? Ja, genau, richtig, das Teilbarkeitskriterium wollen wir anwenden, ne? Vielleicht schreiben wir uns das nochmal an die Seite hin, damit wir uns nochmal vergegenwärtigen, was das bedeutet. Das Teilbarkeitskriterium, das brauchen wir jetzt gleich. So, und zwar A, B, Element Z ohne 1, oder haben wir es mit, ich glaube, wir haben es mit, wie haben wir es formuliert? Mal gucken. Nicht Z, Element N, ja klar, weil wir mit Teilbarkeit nur erstmal mit natürlichen Zahlen betrachten an der Stelle. So, also A und B größer als 1, ja? Und A kann man mit der Primfaktorzerlegung so schreiben, Prim, also das Produkt von Primzahlpotenzen P hoch MP, ja? Also alle Primzahlen miteinander multipliziert mit deren jeweiligen Exponenten, und die Exponenten MP können auch 0 sein, dann ist die Primzahl eben nicht in der Primfaktorzerlegung drin, und B genauso, P-Element, vielleicht nenne ich die mal nicht A und B, sondern X und Y, weil wir A und B hier links schon haben, sonst kommen wir durcheinander. P hoch NP. So. Wir haben zwei Zahlen, X und Y, in ihrer Primfaktorzerlegung. Und was besagt das Teilbarkeitskriterium jetzt? Ja, sagen Sie mal. Hm? Genau. X teilt Y genau dann, wenn für alle Exponenten oder für alle Primzahlen in der Stelle, weil wir über die Primzahlen gehen, gilt der Exponent zur Primzahl P ist kleiner gleich als der Exponent zur Primzahl P von der anderen Zahl. Also X teilt Y genau dann, wenn alle Exponenten zu den Primfaktorpotenzen hier bei x kleiner gleich sind als die entsprechenden Exponenten bei y. So, das besagt das Teilbarkeitskriterium. Das haben wir irgendwann mal gezeigt in einem der Videos. Ne? So. Okay, das heißt, das wollen Sie hier verwenden. Kann man machen. Wir können hier mal hinschreiben, die Zahlen a, b und t mit ihren jeweiligen Exponenten. Also das nehmen wir mal a. Da können wir ruhig jetzt hier wieder mp nehmen, spielt keine Rolle. B so. Und bei t können wir Folgendes machen, bei T nehmen wir mal folgende Primfaktorzerlegung an. So. Was können wir denn jetzt
Was können wir jetzt weiter sagen hier? Also wir haben jetzt, wir nehmen mal an, A, B und T, das seien deren Primfaktorzerlegungen. Was können wir denn jetzt hier anfangen mit dem Teilbarkeitskriterium? Ja? Genau. Wenn wir das so annehmen, dann wissen wir, es gilt für alle P, gilt KP kleiner gleich MP. Also wir wissen, T teilt A, davon gehen wir aus. Also gilt mit dem Teilbarkeitskriterium T teilt A, dass für alle Exponenten von T, ne, gilt, dass sie kleiner gleich sind der jeweiligen Exponenten bei A. Und wir wissen, KP kleiner gleich NP. So. T teilt A und T teilt B, also sind die jeweiligen Exponenten kleiner gleich. So. Wie können wir weitermachen? Wir wollen ja hin zu T teilt den GGT von A und B. Ne? Ja? Den GGT von A und B mal aufschreiben, okay. Den können wir auch mal G nennen, ne? Dann müssen wir nicht immer GGT von A und B schreiben. Wie würden wir den aufschreiben? Achso, auch Primfaktorzerlegung. Hm? Genau. Ja, genau. Also der GGT hat ja auch so eine Primfaktorzerlegung. Und dann nehmen wir vielleicht P hoch LP. Hm? Achso, wir könnten jetzt hier, wir könnten min nehmen, ja, wir könnten min mp np nehmen. Könnte man nehmen. Brauchen wir wahrscheinlich nicht an der Stelle. So. Wir wollen hin zu, also ganz unten muss rauskommen, T teilt den GGT von A und B. Wenn wir das Teilbarkeitskriterium hier anwenden wollten, ja? Fast. Für alle P gilt, KP muss kleiner gleich sein. LP, genau. Also alle Exponenten bei den Primfaktorpotenzen bei T müssen kleiner gleich sein als die entsprechenden Exponenten bei G. So. Das müssten wir irgendwie von hier nach da kommen. Ne? Was wissen wir denn noch? Wir überlegen, ob wir noch irgendwas wissen. Ups. Ja? KP ist kleiner gleich als MP plus NP. Okay, das wissen wir. Ja, das könnte man, weil es kleiner gleich als jeder der beiden Zahlen ist, ist es auch kleiner gleich als die Summe. Weil beide positiv sind, okay. Ja, können wir im Hinterkopf behalten. Ja? G kleiner gleich A, G kleiner gleich B. Wir wissen sogar noch mehr als kleiner gleich. G ist nicht nur kleiner gleich A, sondern kleiner. Hm, nicht unbedingt. Könnte auch gleich A sein, ne? Wenn A gleich 2 ist und B gleich 2, dann ist der GGT, also ist G gleich A, ja? Das T
Thesen eine Menge von den Teilern drin, von den gemeinsamen Teilern. Aber wir wissen ja noch gar nicht, also das haben wir jetzt am Beispiel veranschaulicht, aber wir wollen ja eigentlich zeigen, dass es dann auch ein Teil davon G ist und so und da drin liegt. Nee, wir wissen nicht nur, dass G kleiner ist als A, sondern dass G A teilt. Na, G ist ein Teiler von A und G ist ein Teiler von B, weil es der größte gemeinsame Teiler von A und B ist. Ja? Also wir wissen auch, G teilt A und G teilt B. Was können wir denn daraus folgern? Ja? Nee, das G mal TA, das können wir nicht folgern. Aber wenn wir wieder das Teilbarkeitskriterium anwenden, ja? Genau. Für alle Primzahlen gilt wieder, dass das LP, der Exponent beim GGT, also LP ist der Exponent beim G, GT von A und B, dass das kleiner ist als MP, ja, und auch LP kleiner gleich NP. Ne? G, für G gilt das gleiche wie für T. Weil T, A und B teilt, sind die Exponenten von T jeweils kleiner als die von A und B bei den Primfaktorpotenzen. Und genauso gilt das bei G. Ja. Okay, sagen, wenn das gilt und das gilt, muss auch Kp kleiner gleich Lp sein. Wie kann ich das daraus folgern? Könnte auch größer sein. Beide sind kleiner, also Lp und Kp sind beide kleiner als kleiner gleich Mp, aber über Lp und Kp ist jetzt nichts gesagt, ne? Also wir wissen, die sind beide kleiner gleich MP. Aber wer von beiden links und wer rechts liegt auf dem Zahlenstrahl, ja? Ja? Ja. Warum? So, genau das ist etwas, was wir jetzt aufschreiben müssen. Das ist genau die Beweisstruktur. Ne? Wir machen einen Widerspruchsbeweis. Wir gehen mal von aus, T teilt nicht G.